weiter geht's heute mit dem Bussimulator 21 und wir machen heute weiter natürlich mit dem Aufwerten unserer kleinen Runde hier. So, ich muss jetzt hier gucken, dass ich hier einen Punkt finde zum Drehen. Eigentlich war das ja der Plan, dass ich die nicht mehr nutze zum Drehen, die Haltestelle. Sehe schon, das war was Rotes. Den lasse ich rein und den drücke ich mich hier durch. Wir sind unterwegs zur Müllerstraße, weil ja, wir müssen das ganze Ding ja noch einmal, mindestens noch einmal fahren. Da bin ich froh, wenn diese Haltestelle auch irgendwann mal raus ist. Weil die nervt. Also dieses das Wenden, das ist halt das Problem, weil die Haltestelle so beschissen liegt. So, fahren wir rüber zur Müllerstraße. Und dann starten wir das ganze Ding. Wir sind zwar außerplanmäßig, aber das ist tatsächlich egal. Es geht hier jetzt nicht um irgendwelche Zeiten. Es geht tatsächlich nur ums Aufwerten des Stadtteils Sonnenstein, das wir gerade freigeschaltet haben. Erst in der vorletzten. Ne, am Anfang der Mission auf jeden Fall. Wie gesagt, zu Beginn dieser Mission. Ich bin jetzt in der dritten Folge. Wieder mal. Durchweg. Und wir haben es auch lange nicht auf drei. Also wir sind jetzt schon in der fünften Folge im Aufnehmen. Oh, ich hatte da gerade auch einen echt laute Falschung. Habe ich das gerade richtig gesehen? Naja, wie dem auch soll. Schön, dass ihr, wie gesagt, immer noch zahlreich und fleißig zuguckt. Ich freue mich drauf, bin auch ziemlich happy, dass das Spiel tatsächlich so gut ankommt. Zumindest bei euch in der Community. Gut, der größte ist halt aus einer Facebook-Gruppe, die halt über den Bus-Simulator geht. Aber wie gesagt, ich finde solche Sachen halt extrem persönlich langweilig. Diese ganzen Aufwärtsdinger. Ich fahre lieber einzelne Missionen und will euch gerne pro Folge mindestens eine neue Mission zeigen. Aber das kann ich halt durch dieses Thema mit dem Aufwerten kann ich das nicht immer machen. Das ist es halt einfach. Und deswegen seht es mir bitte nach, dass ich manchmal so 5, 6, 7 Folgen nur Aufwärterrunde zeige. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir vielleicht die nächste oder übernächste Folge wieder übernächste Folge wieder eine neue Mission haben. So, die Müllergasse. Ach, ich sag ja, die sind alle noch nicht so frei, noch nicht so voll. Die habe ich schon. Scheiß Müllergasse, ey. Ah, das ist ein Ticket. Geh mal weg mit deinem scheiß Handy, sonst sehe ich nichts. So. Dankeschön. Moin, man könnte aber was sagen. Upsi. Ich habe tatsächlich schon jemanden gehabt, der schon vor mir und zeigt auf die Kasse. Ja, das ist eine Kasse, was willst du? Zeig dir wieder auf die Kasse. Ich sag, was möchtest du von mir? Das ist die Kasse, ja. Und dann konnte er gerade so rauskriegen, wo er hin wollte. Ich so, ja. Hätte auch durchaus mal was aufschreiben können oder sowas. Also die Leute, die es normalerweise nicht kriegen, einen klaren deutschen Satz rauszustellen oder zumindest die Haltestelle rauszustellen, gerade weil sie relativ teilweise Ausländer sind, die jetzt gerade ein paar Tage hier sind, die zeigen mir das dann auf dem Handy. Ich hatte jetzt vor kurzem zum Beispiel eine Mutter mit Tochter aus der Ukraine, das vermutlich war es ukrainisch. Die haben mir das dann auf dem Handy gezeigt, per Google-Übersetzer, was sie haben wollten. Da stand dann haben sie es auf Ukrainisch eingegeben und da stand, auf Russisch, ja, Ukrainisch, glaube ich, ja. Eingegeben. Eine Fahrkarte, bitte. Okay. Und haben dann geschrieben, eine Mutter, ein Kind da und dahin, also nach Leipzig wollten sie. Konnte ich mitarbeiten. Das ist für mich dann kein Problem. Da kann ich sowas auch, nicht machen. Aber die stehen dann, manche stehen da vor dir, die gucken dich nur blöde an. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Und ich kann halt, ob man es beglaubt oder nicht, ich kann keine Gedanken lesen. Und ich stehe gerade an der Haltestelle. Wir könnten eigentlich, ja, du bist da hinten und nervst die alle da. Neben. Aber ich habe ja schon ein bisschen Zeit, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Luft zur nächsten Haltestelle. Machen wir mal kurz eine kleine Linksrunde. Weißt du, die gucken halt ja blöde an die ganze Zeit. Und natürlich steht es auch wieder da. Oh, da erwischt. Ja, habe ich. Das kostet Geld. Selber schuld, wenn man ohne Fahrkarte einschickt.
Wenn wir da keinen Ton rausbekommen, dann kann ich auch nicht mit den Leuten arbeiten. Oh, nein, ich hab sie vergessen. Pech gehabt. Was sagt man da vorher? So. Nächste Anlaufstelle ist Winfield West. Ja, und wenn man da dann vor einem steht und die ganze Zeit, wenn einen den Busfahrer nur angrinst oder einfach nur einen blöder anguckt und man weiß halt, ich kann nicht riechen, wo sie hinwollen. Manche sagen dann einfach nur eine Fahrkarte. Weiter? Ich brauche Fahrkarte. Ja, sagst du mir bitte noch wohin? Ja, da und dahin. Ja, klappt doch. Wie gesagt, normalerweise, ich klar, wenn ich Leute vor mir stehen habe, ich kann meistens bedenken, wo sie hinwollen. Aber es kann ja dann auch wieder anders sein. Manchmal, dann sagst du noch, ja, ich müsste zwischen da eine Fahrkarte hin. Ich drucke ihn dir aus. Nee, die wollte ich gar nicht hin. Ja, schön, dann hättest du mir wieder auch sagen können, wo du hinwollst. Ja, ich brauche eine Fahrkarte, ja, ist so schön. Hier hast du eine, weiter. Ist es, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Spricht mal mit mir. Vor allem versucht einen klaren Satz rauszubekommen. Welche kommt dann ein? Bahnhof. Ja, und? Schön. So. Bin viel besser, kann schon ausgebaut werden. Wieder dieser. Nochmal, die ist aus kosmetischen Gründen mit dabei, die alte Stelle. Jetzt ist es tatsächlich sogar 4, der Stadtteil hier. Ich weiß, ich habe einen Rollstuhlfahrer dran. Die Rampe müsste eigentlich schon raus sein, oder? Ja, ist raus. Der kann eigentlich durch. Willst du mit? Ja, du möchtest mitfahren, lieber Rollstuhlfahrer. Du hättest auch schon längst einsteigen können. So, jetzt laufen wieder einige ein paar Leute. Ich habe schon lange keinen Fußgänger überfahren, ne? Ich glaube, in der letzten Folge von der alten Aufnahmesession, die am Freitag rauskam, da haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Stück erwischt. Und ich habe nicht. Auch wenn es alle besser ist. So. Naja, gehen wir mal rein. Sonnenschein Unterstadt ist die nächste Haltestelle. Jetzt ganz so. So. Hier links abbiegt jetzt. Das blaue Auto, ich hatte das geht noch, hier ist Platz. Hier kannst du schön drüber. Wenn das zu enge wird, einfach das Auto rauslassen, dann ist es kein Problem. Haltestelle kann ausgebaut werden. So, unter Sonnenschein. Was ist denn das für eine Nebenkommission, die da lief? Fahrroute 10 einmal mit dem Mercedes-Benz Citaro K1. Gut, ist ja wichtig. Nehmen wir mal die Route raus hier, liebe Leute, damit wir damit weitermachen können. Unter Sonnenstein. Nehmen wir so raus. So. Weil die ist ja jetzt auf 3. Bringt zwar nichts, aber egal. So, nächste. Aha. Jetzt mal einfach durchgehen. So, einfach mal Karte. So, alle Fahrkartenleute drin. Fahrkartenverkauf, hier rüber. So, nächste Haltestelle ist der Mautnerhof.
Das kann ich mir vorstellen. So, sobald wir die Runde, das Ding auf 3 haben, geht es mit der neuen Mission weiter. Und dann bin ich gespannt, was als nächstes kommt. Ne? Wie viele Missionen hat dieses Ding immer? Also der Stadtheld immer. Weiß das einer? Kann das einer irgendwie so spontan jetzt mal sagen? Mal kurz in die Kommentare schreiben, dass ich das vielleicht irgendwann mal weiß. Ich weiß noch nicht, wie weit ich heute mache. Also, ups. Oh, 1300 hat das jetzt gekostet für den Wagen. Alter, jetzt auf, ich bin ein bisschen in die Kurve angefahren. Ich habe den Jeep kurz mitgenommen dort. Ja, wie gesagt, es ist schön, wenn man es einmal weiß, wie viel Mission eigentlich das ganze Ding hier hat. Wie viel das ganze Ding hier eigentlich hat. Ich glaube beim Bus-Simulator, bei Angel Shore sind wir mit 87 Folgen rausgekommen am Ende. Ja, wir sind ja jetzt schon bei 30, 33, 20, 30, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir, welche Folge wir gerade sind. Tatsächlich, das muss ich gerade, das weiß ich jetzt, kann ich jetzt gerade nicht auswendig sagen. Ich weiß nicht, wo der letzte Stopp war. Muss ich zugeben. So, halte Mautmau auf. Ja, ja, schön, dass ihr gewinnen könnt. Mautnerhof auch raus. So. Mautnerhof. Geht's jetzt ein bisschen praktischer? Mautnerhof. Ne, ne? Bleibt dabei. Sonnstein. An dem. Ja, ich brauche keine Nachfrage, weil mir das gerade egal ist. So, ich habe ja ein bisschen Zeit. Komm, wir machen noch mal eine kleine Kontrolle. Hallo? Hier die Dame mit den roten Haaren im Handy in der Hand. Hier. Okay. Ich will keinen Sitz benutzen, ich will die scheiß Karte. Ah, hier vorne ist doch die Schlagerin. Okay. Ich weiß nicht, der Plan, dass ich dich frage, sondern die hier, die zwei hier. Hallo? Oh, schön. Hier ist sie. Ich habe mir noch ein bisschen Luft. Hier ist die Fahrkarte. Gehen wir noch mal hier ist ein Foto von der Katze. Sie heißt Mountie. Wieso heißt es auch eine Katze eigentlich über alle gleich? Hier ist sie nochmal. Ja, ich habe jetzt 1000. Ja, stimmt, ich habe die ja eigentlich schon kontrolliert. Und doch noch eine da will. Einer durfte dann doch noch mal ohne fahren. So, nächste Haltestelle ist die Kellerstraße. Jetzt wird's hoffentlich nach und nach mit dem Aufwerten weitergehen. Jetzt sind wir nämlich Richtung Stufe 3. Gott sei Dank. Jetzt haben wir schon die ersten Haltestellen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 7. Wir haben, glaube ich, bei 11 oder so angefangen haben wir aufwerfen. Und da sind, glaube ich, trotzdem noch ein, zwei Haltestellen. Also es sind, müssten theoretisch noch zwei weniger sein, weil eigentlich sind die beiden in Winfield, die brauchen wir eigentlich nicht. Die, wie gesagt, die sind nur aus kosmetischen Gründen mit drin. Die sind eigentlich schon auf 6 oder so. Deswegen sind die eigentlich, eigentlich irrelevant. Aber ich dann, jo. So, nächste Haltestelle ist wie gesagt die Kellerstraße, dann geht es zur Sonnenstraße und dann sind wir schon durch wieder mit der mit dem Teil. So, dann haben wir schon wieder eine Runde, eine Folge wieder aufgenommen. Wie gesagt, wir werden natürlich durch die vier Haltestellen, gut, vier Haltestellen, ja, aber die Route bleibt noch gleich. Mal gucken. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir es tatsächlich dann wieder eine neue Runde Folge pro Mission reinzupacken. Eigentlich haben wir der Plan eine Mission pro Folge. Das ist so
Das ist unser Ziel gewesen. Das ist halt durch dieses Aufwerten ist es schon durch. Brauche ich jetzt. Das ist halt. Das war die Scheißlaterne. Ich bin. Das habe ich schon beim Anfang gemerkt. Das war einfach zu schnell und zu eng. Das war nicht gut. Also manche Schäden, die muss ich sagen, die gehen natürlich voll auf meine Kappe, manche Dinge aber eigentlich auch nicht. Gerade wenn ich über den Fußgängerüberweg fahre und ich sehe, da ist kein Fußgänger und puh, du hast 20.000, du hast einen Fußgänger überfahren. Ja, so wo, wen habe ich überfahren? Geist oder was? Deswegen. Oh, das Kollege. Das Kollege. Moinsen! Die Kellergasse kann auch rausgenommen werden. Nee, ist, Kellergasse. Ja, ich verliere so viel Kohle gerade auf dieser Route hier. Eine Fahrkarte bitte. Die Kellergasse mal rausnehmen. Aber nicht. Ah, guck mal. Jetzt geht's tatsächlich so, dass wir die etwas kurz, dass wir hier oben gar nicht mehr reinfahren müssen. Ja. Level und 203 Studententicket. Warte mal, ich muss mal kurz die Rampe rausfahren erst, damit der Rollstuhlfahrer rein kann. So, jetzt kann ich deine Fahrkarte ausdrucken. Tageskarte. Ich hasse Winter der Leidenschaft. Meine Frau zwingt mich immer, es zu schauen. So. Oh, schon wieder verrissene Musik. Beide Fresse, ich schneide die Dinger irgendwann ab. Irgendwann nehme ich so Schere und schneide die Dinger ab. Wo brauchen wir sie denn? Fahrkarte? Ja. Wir sind ja auch in Sonnenstein. Da scheint immer die Sonne. Warte mal, ich lasse Lampe einfahren. Das ist halt genau das. Ich bin in meinem Ablauf. Ich will den Bus gerade die Rampe rausmachen. Den Bus wieder die Absenkung rausnehmen. Und da kommt ein Typ dabei mit Musik. Und plötzlich bist du komplett durcheinander und weiß nicht mehr genau, was du gemacht hast. Das ist halt einfach. Es bringt manchmal ein bisschen durcheinander. Also laute Musik. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal gehabt, glaube ich, mit irgendwelchen Leuten, die meinten, hier auf Disco machen zu müssen. Ich habe es bei meinem Schüler schon gehabt. Da hatte ich den Bus knallevoll, war gerade auf dem Weg, die Schulen anzufahren. Und fing dann an, mit so einer Boombox volle Leute laute Musik zu machen. Ich so, Alter, hast du einen Schaden oder so? Fängst du ja auf DJ zu machen oder was? Du bist ja nicht in der Disco, du bist hier im Linienbus. Oh, Entschuldigung. Denke ich mir dann ein bisschen auf ein bisschen. Den hatte ich da, glaube ich, auf der Rückfahrt, glaube ich, da auch drin. Ey, was soll der Scheiß? Ernsthaft? Was hat das denn für einer? Hab's schon überholt, einfach mal kurz die ganze Kolonne und biegt ab. Was ist das für einer? Also was war das denn für einer mit seinem scheiß Sportwagen? Okay, so kann man es auch machen natürlich. So kann man auch einfach so, ja, scheiß drauf, ich hab keinen Bock mich anzustellen. Ich überhole einfach mal kurz alle, scheiß drauf, ob der jemand entgegenkommt oder nicht. Ich bin hier ein bisschen anders gefahren, weil ich hier den Jeep mitgenommen. Alter, was ist das denn für eine? Also, ja, zum Thema. Wie gesagt, auch Musik, laute Musik habe ich schon ein paar Mal gehabt. Weil das Problem ist einfach auch, das ist halt ein Störgeräusch. Das hatte ich jetzt, glaube ich, auch die Woche jetzt, glaube ich, jetzt einmal. Da haben die auf dem Handy, glaube ich, irgendwas abgespielt. Das hört sich an wie so ein Schleif. Ich so, wo kann das herkommen? Wo kommt das? Ich gucke da ein bisschen rum. Nicht, dass da jetzt irgendwas schleift, irgendwas kaputt ist oder so. Das kann ja sein. Das kann ja durchaus passieren. Nee, das war irgendein Geräusch, was sie abgespielt haben. Und so, das habe ich gesagt, das macht der nicht bitte nochmal. Das geht nicht. Das lenkt unnormal ab einfach, weil du da rumguckst. Und dann passiert halt irgendwann mal was. Und da muss einer mal plötzlich schauen, von der bremst oder läuft ein Tier vor die Nase und alles drum und dran und bist da am Rumgucken und sowas. Und das geht nicht. Jedes Störgeräusch, auch diese laute Musik, auch was mich am meisten stört bei Schülern, ist dieses Plätzchen wechselig. Der Bus fährt und die stehen einfach auf und laufen nach hinten zu einer Freude, weil die irgendwas erzählen und laufen die ganze quer durch den Gang und alles drum und dran. Erstens sind das auch andere Fahrgäste drin sind, die halt das auch extrem stört. Und zweitens, legt das auch mich als Fahrer halt irgendwann einfach ab, weil ich dann immer aufpassen muss, dass da nicht irgendwas passiert. Ich habe eine Vorsorgepflicht für euch.
Das geht nicht. Ich konnte mich einfach umdrehen. Das ist kein Laufhaus, das ist ein Bus. Sonnenweg. Endlich diese scheiß Haltestelle raus. So, weg mit dem scheiß Sonnenweg. Ja. Da? Weg mit dem scheiß Sonnenweg. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Guck mal, jetzt haben wir Gott sei Dank nur noch. Okay, wir haben noch drei Haltestellen, ne? Alles andere ist schon bald soweit. Oder? Sehe ich das richtig? Ich nehme jetzt mal wieder die Untersonnenstein mit drin. Dann habe ich ein bisschen kürzer. Und wir haben jetzt nur noch vier Haltestellen drin. Jo. Gut. Gut. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Und dann geht's weiter mit der Aufwärmerunde. Ich springe, glaube ich, rüber jetzt gleich zur Haltestelle. Das ist einfach, als wenn ich jetzt. Genau, ich springe jetzt rüber zur Haltestelle. Wir müssen rüber zur Müllerstraße. Schnellreise. So. So, ich kann mich nicht, muss jetzt was da mitnehmen. Jetzt fahren wir. Nein. Warte. Jetzt fahren. Okay, guck, ich brauche jetzt eigentlich nicht. Sonnenschein auf 3, genau. So, das ist die Müllergasse. Kann die Müllergasse schon auf 3? Ja, nee, weil wir sie hätten fahren müssen. Gut, in der nächsten Folge machen wir dann mal weiter mit der Aufwärterrunde. So, da sind wir wieder beim Bussimulator 21 und wir machen heute weiter mit der Aufwertung von Sonnstein. Immer noch. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe, dass es jetzt die letzte Folge dafür ist. Sieht aber eigentlich relativ gut aus. Es sind halt nur noch insgesamt. Eigentlich sind es noch zwei Haltestellen. Also die Müllerstraße und die Unterstadt. Ne, eigentlich ist es nur noch die Müllerstraße, ne? Doch, es ist eigentlich tatsächlich nur noch die Müllerstraße. Und wir werden es auch tun. Wir werden das jetzt. Ja, wir fahren sie jetzt nochmal. Also wir werden sie jetzt Gott sei Dank tatsächlich einmal durch aufwerten oder was einmal durch. Oh, das ist zu schnell. Das ist zu schnell. Wir machen heute die letzte Folge raus, was du jetzt dann einmal durch sind. So, 19, 200 Level, 205. Oder kommen wir in der nächsten Mission tatsächlich? In der nächsten Folge. Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten. Dass wir tatsächlich eine neue Folge angehen können. Die wird wahrscheinlich ein bisschen was kürzer werden als das, was wir haben. Eigentlich müsste ich jetzt nur zum Müllerstraße hin und her springen und die das Thema aufwerten. Aber egal. Mach's einfach so. Oder? Was ist denn die Unterstadt? Die Unterstadt ist schon durch, ne? Warte mal. Ja, eigentlich ist es nur noch die Müllerstraße. Nee, wisst ihr, was wir machen? Wir machen keine neue Folge draus. Wir hängen das einfach an die letzte Folge mit dran und dann machen wir in der nächsten Folge was Neues. Genau so ist es. Müllergasse. Ich brauche jetzt nicht nochmal die ganze Runde anzufahren. So, es hat schon auf 3. Dann haben wir es einmal gewechselt. Jetzt fahren wir. Ja, Müllergasse. Warte mal. Stehst du jetzt auf der falschen Seite? Du stehst natürlich mit dem Bus auf der falschen Seite. Natürlich! Vor allen Dingen habe ich jetzt ganz viele Autos, die jetzt hier als Board. Ich will aber einmal kurz den Bus hier eigentlich drehen. Ja, stellt euch mit allen Autos daneben einfach. Kann ich dich einfach runter? Das ist eigentlich hier, ne? Ich weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich eine Strafe kriege. Nee, lass mich sogar rein. Weil die Passagiere stehen hinten auf der anderen Seite. Und ich will die Haltestelle aber kurz auf 3 aufwerten. Dann haben wir es nämlich einmal durch die Mission. Und dann können wir in der Folge der nächsten Folge doch wirklich die neue Mission. Also, ja, ist jetzt ein bisschen höher, manchmal ist das so. Ich hatte nicht gemacht, dass es noch eine Haltestelle ist. Aber scheinbar ist es dann so.
Wir brauchen die Route dann nicht nochmal anzufahren. Sondern machen das einmal kurz durch. So, Handschuhe kann ausgebaut werden und wir haben es geschafft. Gute Arbeit. Peter Baumann hat sich bei mir persönlich bedankt. Wir haben bereits die nächste Aufgabe bekommen. Der Bund möchte umweltfreundliches Reisen fördern. Wir sollen Sonnstein mit dem ZOB und dem Hauptbahnhof verbinden. Wir haben auch eine Werbung bekommen, die wir für diese Strecke verwenden sollen. Gut. In der nächsten Folge heißt die Mission Saubere Luft. Dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei sein wollt. Hier bei Simulator 21. Und dann versorgen wir ein bisschen für saubere Luft. Bis dahin und tschüss.